Willkommen zurück zu The Evil Within, The Assignment mit Julie Kidman hier in der zweiten Folge. Und ja, zu dieser begrüße ich euch und ich wünsche euch, im Gegensatz zu mir, viel Spaß. Und ja, hoffentlich werden wir jetzt erstmal für 5 Minuten das Stöckelschuhmonster nicht mehr finden oder sehen oder treffen. Ist ja wahnsinnig hell hier, ne? Wenigstens gehen die Batterien nicht leer. Da kommt irgendwas. Glaube ich. Was? What the fuck? Das gehört? Was hat denn der gesagt? Wir haben es übrigens gerade kurz nach 22:30 abends bei mir. Das war nicht geplant, dass ich um diese Uhrzeit aufnehme, aber naja, jetzt ist es so. Mein kleines Lämpchen weist mir wieder den Weg, also auch real-life-technisch, ne, habe ich euch ja erklärt, das kleine Lämpchen, was ich mir mal gekauft habe. Wer nicht weiß, was ich meine, einfach mal auf Facebook gucken, da ist das Bild noch drin. Da habe ich mir nämlich ein extra kleines USB-Lämpchen gekauft, nur für The Evil Within oder generell für Horrorspiele, wenn ich die immer abends aufnehme. In Deckung gehen. Okay, kann man nichts machen? Ach, guck mal, ist das unser Büro oder was? Also hier da, wo wir auch in den Stem reingegangen sind? Könnte sein. Agent status terminated. Authorization invalid. What? Terminated? Maybe I can force it open with the computer. Terminated und auf Deutsch entlassen. Terminated würde ich aber anders übersetzen. Naja. Analyzing data. Schön ist die Tür, hinter uns zugeht. Holy fuck. Komm doch bitte nicht her. Alter. Da hat sie eben ganz schön Angst gehabt, die Julie. Das Ding hat eine Tür erschaffen. Guckt es euch an. What the fuck? That thing used its light. Lichtstrahl konzentrieren. Okay. Können wir das auch oder was? Oh, crazy Zeug. Was geht hier ab, ey? Lol. Mein Xbox One Gamepad vibriert. Da ist einfach mal eine Tür entstanden. Wir können das auch also. Und das Vieh sucht auch Leslie offensichtlich. Leslie. Das ist natürlich eine coole Idee, genau dahin zu gehen, wo das Vieh hingegangen ist, ne? Ein Stachelkäfig, ne? Okay. Was zum Geier geht hier vor? If the system is activated, you'll hear a high pitched noise. From then, we can't do anything to help. What's gonna happen to me? All I can say is that it will be unsettling. But Leslie will be in there with you. You'll need to find it. This is from before. Leslie. Is he really here?
Okay. Jetzt habe ich natürlich nicht aufgepasst. Was, wenn was passiert, wird es verstörend. Kacke. Habe ich jetzt natürlich nicht aufgepasst, ne? War ich ein bisschen abgelenkt. Naja, wir werden es rausfinden. Und ich werde es spätestens rausfinden, wenn ich die Aufnahme kontrollieren will. Da werde ich sie mir nochmal anhören. Ja, jetzt kommen wir ja gleich daran. Ne, warte mal. Doch dahin sind wir gegangen, um zur Stem-Maschine zu kommen, ne? Das heißt, wir kommen jetzt wieder zurück. Quasi. Leslie is here. Okay, I gotta get to him before anything else does. Ja. Boah, was macht der hier? Wirklich sehr verstörend. Gut, dann beeilen wir uns mal ein bisschen. Ach, guck mal an. Die Katze mit dem roten Halsband. Hier können wir bestimmt wieder speichern. Oh, ist ja geil. Setzen wir uns jetzt hier hin und streicheln die Katze wieder, oder was? Lol. Pass mal auf, jetzt geht's wieder zum Katze streicheln. Lol. What the fuck, ey, was ist hier? Was ist das denn für ein Speicherpunkt? Lol. Lol. Hey, das ist so ein gestörter. Aber im Moment sind wir ja safe, ne? Wir sind ja gerade am Speicherpunkt. Haut er wieder ab, der Spacken, oder? Wie schaut denn das aus? Das finde ich jetzt nicht so geil, dass du da rumstehst, du Wichser. LOL! Jetzt ist er weg! What the fuck? Ich setz mich nochmal hin. Passiert das nochmal? Kommt der nochmal? Nee, warte mal. Ist ja geil. Okay, der Gestörte scheint aber nicht nochmal zu kommen. Naja, ist mir auch recht. Bleib bloß weg, ey. Zumindest solange ich mich nicht wehren kann. Aha. Wir werden beobachtet. Lol, hier oben wird es auf einmal sau dunkel, oder was? Tja, hier kannst du uns nicht filmen, wa? Okay. Der Scheiße, Mann. Lol. Wer ist das denn? What the fuck is going on? Lol. Was ist mit dem kaputt, ey? Arzt-Zombie. Mal okay. Ah doch, wir können hier unten durch, oder? Yeah. Lass uns doch mal hier mal eine Waffe finden oder so. Das wäre doch mal geil. Das. Nee. Nee, auf die Scheiße habe ich keinen Bock, ey, bitte nicht. Lol, Zahlenrad drehen. Joa, ne? Erstmal nicht, glaube ich.
don't know the combination. Na kacke, ey. Ist ja gar nichts. Warum flimmert der komische Fernseher so scheiße? Man's life. Ja, wir können an dem Safe leider noch nichts machen. Das heißt, ich deute das jetzt mal so, dass wir hier wieder zurückkommen. Flaschenautomat. Brain. Brain. Gleich zwei von den Wichsern. Na toll, ey. Wie soll ich das denn machen, ey? Ah, da ist ein Telefon drin. Interesting. Das ist ja voll scheiße. Der andere Wichser, da guckt ja da und her. Aber... Nee, bleib mal da, Schätzchen. Was wollen die denn jetzt von mir? Lol. Du kommst jetzt aber nicht her, oder? Nee. Was ist da? Nichts, ich geh mal weiter. Lol, ist doch ein Bug, oder? Wie ich hier lang crouche. Ah, das ist ein Bug, das machst du mir nicht weiß. Ah. Wenn ich auf diesem Handy anrufen könnte. Naja, alles klar. Wenn wir da anrufen könnten, stellt sich immer noch die Frage, ob die da beide reingehen oder ob wir dann immer noch einen hier draußen haben und welchen Weg die lang gehen. Nicht, dass die uns auf dem Weg sehen, einer von den beiden, und dann sind wir da auch am Arsch, ne? LOL! LOL! Ach komm! Ja, wir haben ja Zeit für so eine Scheiße, Mann! Verdammte Scheiße! Geh durch, Mann! Oh, die regeneriert sich tatsächlich komplett. Ah, das ist natürlich angenehm, aber das wäre auch sonst ganz schön crazy, wenn das nicht so wäre. Ja. Das hat nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber wenigstens bleibt die Tür offen, ey. LOL! Auf mit der Kacke! Dummer Hund. Ja.
Oh, the fuck, Alter. Oh. Hier, mein Mittelfinger, Alter. Oder den anderen hat das gar nicht interessiert. Macht der da natürlich Höllenlärm, ne? Aber es juckt den Anzugträger nicht, ne? Wie üblich. Die kleinen Probleme des armen Mannes interessieren den reichen Schnösel nicht. The problematic what we have now is, was machen wir denn mit dem zweiten? Da war ja noch auf der anderen Seite irgendwas gelegen, ne? Wenn ich mich erinnere. Also zumindest hat da was geleuchtet. Was der da für Lärm macht, Alter. Das ist bestimmt dann die Keycard, die wir brauchen, um in die Tür zu kommen, ne? Laborschlüsselkarte. Diese Schlüsselkarte gewährt Zutritt zu einem weiteren Teil der Einrichtung. Joa. Wie kriegen wir den Bastard da weg? Wahrscheinlich mit der Flasche, wa? Also ganz easy so, meinst du? Ne, warte mal, nicht so. Lol, ich hab keine Flasche mehr. Oh, jetzt muss ich erstmal die Flasche holen. Erstmal eine Flasche holen. So, Flasche raus hier. Nee, nimm mal die Flasche, Schatz. Hallo? Nehmen! Ist sie doof oder was? Nehmen! Die ist doof, die nimmt die Flasche nicht, ey. Ach komm, Schatz, jetzt mach mal nicht so. So kompliziert, ja. Ach so, wir haben noch eine. Ach so, auf zwei. Ja, das muss man wissen, ey. So. Ja, ich weiß. Spielst du das Spiel nicht zum ersten Mal? Habt ihr recht. Warum leuchtet denn das Ding so? Nee. Da reflektiert. Der retardiert nur was. So, haben wir da ab, du Wichser. Renn mal da hin! Lol, der ist doch blöd! Komm jetzt! Schlüsselkarte. Weg hier. Hat funktioniert. Warte mal, wir können hier rein. Oh. Wir müssen hier rein. Warte mal. Hallo. Hör mal auf. Geh da mal nochmal. Vielleicht wäre da in den Schränken was drin gewesen. Aber es waren wahrscheinlich nur Versteckschränke, oder? Jetzt gucken wir nochmal ganz kurz, ob da hier was ist. Negative. Warte mal, können wir die Kiste kaputt machen? Negative. Müssten wir eigentlich da runterkommen zu Leslie, oder? Rein theoretisch. Don't you ever forget. You're one of us now. Ja. Don't forget. Spinnweben, hier haben sie wohl lange mal nicht sauber gemacht, wa? Oh, das ist wieder so eine. Nee. Oder das hier vielleicht? Nee. Warum wird denn das so angestrahlt? Ist das was Besonderes? Kann ich das wieder kloppen oder was zum Sammeln? Nee. Okay.
Ja, und jetzt? Oh, ist das hier ein Rätsel oder was? Müssen wir irgendwie so einen komischen Schatten werfen oder was? Hm, das könnte es sein. Damit müssen wir aber erstmal die Scheiße hier kaputt machen, oder? The mark. It's incomplete. Ja, okay. Das heißt, wir leuchten jetzt mit der Lampe hier noch hin, oder was? Irgendwie so? Hä? Wie jetzt incomplete? Naja, ich weiß. Das komische Ding. So, oder was? Toll. Geil. Das ist cool. Das hatten wir ja so im Hauptspiel noch gar nicht. Okay. This music. I don't like it. The air feels so heavy in here. Kann ich mir nur vorstellen, Süße. After months of secrets, subterfuge, and indoctrination, they brought me into their fold. This place is elaborate, to say the least. Despite the modernistic visage, the research they have been doing here seems to date back to over a century ago. This place has history, and from what I can grasp, this facility is only one branch of many. Institutions, powerful families, their reach seems grand, and therefore the possibilities for me seem equally as rich. Clearly, my own unique methods at Beacon have piqued their interest, and I am most grateful for the opportunity. Most of what the researchers have been working on, however, seems archaic by today's standards. They told me budget is of no concern. Results are the only thing that matter. Juggling duties here and at the hospital seems manageable, but Reuben, comparatively insignificant, but even at his young age, his studies are remarkable. Perhaps one day he will even assist me with my work here. Ich glaube, Jimenez hat ja gerade geredet. Der naive Jimenez, der noch keine Ahnung hat, worauf er sich mit Reuben einlässt. This is not a negotiation, Dr. Jimenez. We are expected to reach a solution, hence the founding of this facility. I understand that, and I appreciate the time you've given me. Time has a limit, and we're approaching that point. If you've outspent your usefulness, we will need to find someone more suitable. Let's not be so hasty. I've done tests with our visual diagnosis, and there is something I must speak to you about. Please. Come with me. The projector is in the next room. Okay. Der stand kurz davor, rausgeschmissen zu werden, weil er bloß so Nonsens geforscht hat, beziehungsweise mit seiner Forschung nichts erreicht hat. Und darauf wollte der Jimenez ihm zeigen. Guck mal hier nebenan. Da geht's voll ab, da habe ich die Maschine und so. Wenn die Tür verschwindet gleich, Leute. Warum macht das jetzt so scheiß Geräusche, Alter? Hä? Na, dann mach halt Geräusche, ist mir egal.
Na, ist mir nicht egal. Hör mal auf mit dem Geräusch. Ach, da. Groovig, der Wichser. Was macht der denn hier? Der Bastard. Aus irgendeinem Grund sind hier hüfthohe Deckungen, ne? Okay. It's my hypothesis that we haven't succeeded because so far we've only been using visuals, audio stimuli, passive influence. Even on my patients with limited mental capacity, this method is rejected by the user. If we are to accomplish what we intend, we will need to refocus. We need direct access. And what do you propose? It's, how shall I say, a pet project of sorts. A mechochemical process. With it, we should be able to have a direct influence on the individual, potentially even access their subconscious. I have the data in the next room. Let me show you. Alles klar. That video. I remember they showed me that when I was brought here. Okay. Ja, aber so viel zu sehen gibt's da nicht, ne? Okay. Na, schade. Ich dachte, die hätten das mit eingeplant, wenn man im Weg steht oder so. Aber nee, ist nicht so. Schade. Warum sind denn da Türen, obwohl da keine sind? Oder wie hat das zu funktionieren? Ich verstehe die Logik dahinter noch nicht. Falls es da eine gibt überhaupt. Joa. STEM A6441. Ja, das sind diese Badewannen, ne? Die kennen wir ja zur Genüge. Ja. Mir diese Bilder, also die zeigen natürlich die Maschinen, das ist mir schon bewusst, aber so wirklich Input für einen Spieler, der ich jetzt in dem Moment bin, ist da noch nicht da. Hm, okay. Ich dachte schon fast, da fehlt eine Textur. Wollte schon anfangen zu meckern, aber lol. Da ist einer von den Bekloppten. Kommt bestimmt, sobald ich hier das letzte Ding gefunden habe. Und macht Terror.
Ja, kennen wir ja, ne? Jetzt nochmal aus näherer Distanz oder was, aber was bringt uns das? This research here, this is exactly what we've been looking for. I call it STEM. I'm sure you and your superiors will find this most satisfactory. You mentioned the design was from a pupil of yours. In that case, where do you fit in? He is an unstable individual. Perhaps it is better that I continue to be the one to contact in this situation. I'd like you to bring this man in. We should all be able to have a productive conversation. What did you say his name was? Ruben. Ruben Victoriano. Nee. Bitte nicht. Bitte nicht, Stöckelvieh. Was hat er gesagt? Lick me? Hat er Lick me gesagt? Nee, oder? Der hat bestimmt nicht Lick me gesagt, aber es hat sich so angehört. Alter, ist das dunkel hier. So dunkel war es im ganzen Hauptspiel nicht, ey. Okay, da können wir nichts machen, wir müssen hier weiter. Bisschen kacke, dass das immer so Point of No Return sind, ja. Das heißt, sie werden immer weiter getrieben. Checkpoint reached. I haven't been feeling well, but look, let's just get out of here. There's something wrong with this place. In der Tat. Something wrong with this place. Ich kann die Kamera nicht mehr drehen, ich muss da hingehen. That's where Leslie was before. And now those two, where are they headed? Roar. Das habe ich mir schon fast gedacht, dass wir so einfach nicht an Leslie rankommen, wa? Das war sehr überraschend, dass das jetzt so kommt. Hier ist natürlich jetzt bestimmt auch zu, ne? Terminated. Agent Stacks. Terminated. Please contact biometrics for reauthentication. Ja. Jetzt haben wir mal was Neues. Na gut, dann gehen wir halt in die Biometrie, ne? Ist ja quasi schon auf dem Weg. War das ein Grafikfehler oder? Oh, eine Miete. Geil. Oh, geil. Ja, wir hatten zwar gerade Checkpoint und ich wollte eigentlich noch bis zum nächsten Checkpoint spielen. Aber dadurch, dass hier so eine nette Miete sitzt, würde ich mal sagen, wenn wir hier noch ein bisschen Miete streicheln, ne? Muschi streicheln und so. ich weiß, da war nicht gut. Verzeiht mir diesen Witz, meine Damen. Wer auch immer mir hier zuschaut von den weiblichen Zuschauern. Und dann würde ich mal sagen, würde ich mich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge von The Evil Within mit dabei seid. War ja eine ziemlich ruhige Folge, möchte ich sagen. Bis auf diese eine kurze Stelle, wo dieses Vieh aufgetaucht und uns gezeigt hat. Hier, guck mal, wenn da die Wand dran strahlt, dann geht eine Tür hin und so. Und dann kannst du durchlatschen. Und ja, wir erfahren gerade sehr viel Background, wie
Ruben zu Jimenez gekommen ist und wie Jimenez war vermutlich auch so ein bisschen neidisch und eifersüchtig auf Ruben, weil er halt erfolgreich war in dem, was er tat. Und Jimenez ja eher so ein bisschen auf der Stelle getreten ist, ne? Ja, ich hoffe, ihr seid nicht zu sehr gelangweilt von diesem Projekt bisher, weil im Vergleich zum Hauptspiel passiert das hier alles ein bisschen gemächlicher, ne? Also mir macht es gerade sehr viel Spaß, ganz neue Mechaniken, die sind jetzt nicht ultra kompliziert oder ultra ausgefeilt, aber ich find's cool, dass es was Neues hier ist. Und ja, ich hoffe, euch gefällt das einigermaßen. Ich bin großartig unterhalten und ich würde mich freuen, wenn ihr das ebenso seid und wenn ihr in der nächsten Folge von The Evil Within wieder mit dabei seid. Ja, lasst mir noch ein paar Kommentare. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Und dann bin ich jetzt weg. Bis dann. Miau, bye bye. Und tschüss.